Er ist einer von Schalkes wichtigsten Nachwuchstalenten, Kaan Ayan, hier im Testspiel gegen den Oberligisten Villingen. Ausgestattet mit einem Profivertrag, deutscher Meister mit der U19 2012 und der dienstälteste Schalker, jetzt als Profi im Kader. Es ist schon eine große Ehre, bei so einem großen Verein dann auch immer tätig zu sein und alles mitzuerleben. Also ich denke schon, dass ich da doch schon viele Jahre auf dem Buckel habe auf Schalke und auch das meiste durchgemacht habe hier. Also deswegen würde ich schon sagen, dass das eine große Ehre ist. Erwartet habe ich so schnell jetzt nicht, aber umso schöner dann natürlich. Wie bist du zu Schalke gekommen? Ja, also das ist eigentlich eine lange Geschichte. Ich sollte erst bei Wattenscheid landen, aber da hatte ich nicht so wirklich Bock. Und dann hat mein Vater mich halt zum näheren Club gebracht. Und ja, da bin ich bei Schalke gelandet. Bei der Minikicker habe ich angefangen. Und so ging das alles dann los. Die A-Junioren waren dreimal deutscher Meister, 76, 2006 und 2012. Die B-Junioren zweimal, 78 und 2002. Jetzt die jüngsten Erfolge mit den beiden Halbfinalteilnahmen um die deutsche Meisterschaft. Unzählige Talente rückten in den Profibereich. Das Erfolgsrezept der Knappenschmiede ist für Kaan Ayan die gesunde Mischung. Also ich denke, dass es jetzt speziell bei Schalke vor allem die gesunde Mischung macht, auch innerhalb der Mannschaft. Also ich denke, wenn man die letzten Jahre jetzt verfolgt, vor allem in der A-Jugend, da haben wir eigentlich ständig den besten Teamgeist in Deutschland, kann man sagen. Und ja, darüber hinaus hat trotzdem jeder seine persönlichen Ziele verfolgt. Wie man das jetzt sieht, kommen ständig eigentlich zwei, drei Junge nach. Und ich denke, das spricht da nur für die Jugendarbeit von Schalke, dass das dann dass eine gesunde Mischung herrscht zwischen Teamgeist und den persönlichen Zielen. Und die Spieler, die Jens Keller mit ins Trainingslager mitgenommen hat, um sie an den Profikader heranzuführen, die stellen sich jetzt einmal selbst vor. Hallo, ich bin Philipp Max, ich bin 19 Jahre alt, bin Linksverteidiger und spiele seit 2010 auf Schalke. Hallo, ich bin der David Müller, 21 Jahre alt, spiele im defensiven Mittelfeld und seit eineinhalb Jahren auf Schalke. Hallo, ich bin Ryan Friedrich, ich bin 17 Jahre alt, bin Abwehrspieler und bin seit 2010 auf Schalke. Mein Name ist Marcel Sobotka, bin 19 Jahre alt. Meine Position ist defensives Mittelfeld und bin mit einer Unterbrechung 11 Jahre in Schalke. Mein Name ist Dennis Erdmann, 22 Jahre alt, spiele Innenverteidiger oder auch Sechser und bin seit 2012 bei Schalke 04. Hallo, ich bin Tim Bohnröder, 17 Jahre alt, spiele seit 2008 auf Schalke und bin Stürmer. Hallo Schalke-Fans, ich bin Pascal Litter, bin Rechtsverteidiger, 18 Jahre alt und bin seit dem 1. Juli im Verein.
Co-Trainer Sven Hübscher kennt die Jungs aus der Jugend und hat sie während der Tage in Donaueschingen im Trainingslager begleitet und ist von ihrem Einsatz begeistert. Die präsentieren sich richtig gut, vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass gerade die A-Jugendspieler nur eine Woche frei hatten nach dem Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft gegen Wolfsburg. Und die Jungs sind voll bei der Sache und präsentieren sich hier richtig gut. Also wir müssen uns da keine Sorgen machen, dass da in der nächsten Zeit nichts nachkommt aus dem Nachwuchs. Kaan Ayhan hat mit seinem Profivertrag der Knappenschmiede viel zu verdanken. Er ist sicher, es werden noch viele Schalker Talente in den Profibereich folgen. Denn das Konzept stimmt. Die Entwicklung hier auf Schalke, ich habe das ja alles mitgemacht, wie ich gerade erwähnt habe. Also die ist auf jeden Fall positiv und ich habe, das unterstützen Jugendspieler auch schon sehr, wenn man von ganz oben dann die Unterstützung bekommt und merkt, Mensch, die setzen auf jemanden, auf die Jugend. Die setzen da auf jemanden. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ja, auf jeden Fall. Die Entwicklung ist auf jeden Fall super. Ich glaube auch mit Horst Held kam da ein neues Konzept nochmal rein. Wie man jetzt sieht, haben wir viele Jugendspieler hier auch beim Trainingslager. Und das ist einfach immer schön, dann das alles mitzuverfolgen. Und dass die Stimmung zwischen den jungen Wilden gut ist, das sehen sie selbst. Sie wissen, worauf es ankommt. Die Mischung, die in der Knappenschmiede vorgelebt wird. Leistung, Willen, Leidenschaft und Teamgeist.